Hallo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ticket Light Plus. Ja, heute wollen wir was anderes machen. Ich habe ja in dem letzten Take hier gerade mal wieder Platz, ja, das ist schön. Wieder ein bisschen Hausbau betrieben. Was heißt letzten Take, in den letzten Folgen. Und ja, jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen von dem Gedöns wegtun. Ich möchte hier ja ein bisschen Abwechslung bringen, ne? Mal auf, der Cobblestone, der Stone, der kommt hier nochmal hoch. Und Marble kommt dann hier auch nochmal eben rein. Glas tue ich hier rein. Wir haben eine Axt. Wir haben zwei Äxte. Wir haben eine Spitzhacke, die fast kaputt ist. Wir haben noch drei Osmium und kein Schwert. So, ich mache nochmal eine Osmium-Spitzhacke und nochmal ein Schwert hier, ein Saphir-Schwert. So, ich würde ganz gerne mal Folgendes tun. Ich würde mal auf eine kleine Weltreise gehen mit euch. Haha! Haha! Auch wenn die Folge vielleicht ein klein wenig länger wird, wir schauen einfach mal. Wir werden uns mal umschauen. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung wir laufen wollen. Ich dachte eigentlich mehr so in Richtung Dschungel. Einfach damit wir erstmal hier die Gegend kennenlernen. Ich hatte mir ja vorgenommen, irgendwie hier mal dann so eine Brücke drüber zu bauen. Eine richtig schön lauschige Brücke. Das werde ich dann wohl so oder so mal machen. Guck mal hier, jetzt könnten wir zum Beispiel auch Bienen mitnehmen. Haben wir auch schon eine Wabe. Gucken, ob wir irgendwie 5 Waben zusammenkriegen. Dann können wir uns eine Truhe dafür mal machen. Also ich sehe, wir haben hier mehr. Ganz viel mehr. Und Riesenschluchten ins Nichts. Ja, das Aufbauen dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen länger. Wie gesagt, der Shader beißt sich hier so ein bisschen. Warum auch immer. Hier haben wir ein paar Schweinchen. Die kommen aber eben mit hier. So, haha, lecker Fleisch. Und ich sehe gerade, das ist hier so ein bisschen inselmäßig wieder aufgebaut. Aber cool. Einfach richtig cool, wie hier die Landschaft aussieht, oder? Ey! Ey! Pickface Joe, bleib hier! Ach! Jetzt hast du es echt geschafft. So. Wir kämpfen uns hier mal so ein bisschen durch das Dschungelgedöns. Wir schwimmen einfach mal hier rüber. Da hinten sehe ich Steine oder sowas. Das gucken wir uns mal an. Also ist auf jeden Fall echt ein cooler Dschungel hier vom Aufbau her. Gefällt mir. Nur da hinten, glaube ich, ist wieder so eine Schlucht of no return. The Edge. Jetzt laufen wir Richtung da. Aha, sieh mal an, das bedeutet, hier ist auch schon Schluss. Erstmal. Aber wie schön das hier einfach aussieht, ey. Weißt du, ich würde einfach überall gerne bauen. Die Zuschauer dann wahrscheinlich wieder, ey, Multi, mach jetzt mal was Vernünftiges. Aber ich guck mich auch, ich bin auch sehr, sehr gerne so ein Typ, der sich ein bisschen umguckt. Und einfach mal ein bisschen sagt, hey, hier ist toll, da ist toll, hier könnte man bauen, da könnte man bauen. Und die Landschaft so ein bisschen genießt. Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber ich bin nicht schuld. Und ich wisch das nicht weg. So, aber es ist auch ein schöner Strand hier noch.
Und das Ganze geht dann halt bis hier. Nur das Blöde, ich habe vergessen, Waypoint zu machen. Da hinten sind nur einzelne Inseln. Hier geht, achso, da ist noch eine Mini-Dschungelinsel, ist ja cool. So. Hier mal so ein Lebenszeichen hin. Ich hoffe einfach, dass wir zurückfinden. Im Grunde muss ich ja dann nur in den Süden laufen. Oder sterben. Oder irgendwie in Richtung 0-0, aber unser Spawn ist ein bisschen weiter weg von 0-0. Warum auch immer. Ach, hier haben wir jetzt ein riesen Schneebiom. Oh, nö. Und wieder so ein Point. Nein, 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 nicht reinschwimmen. Nein, nein, nein. Ah, wieso? Wieso? Habe ich es rausgeschafft? U-Boot. Das erste Minecraft-U-Boot. Also komm, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allem, wie witzig das einfach aussieht. Ich krieg ja nicht mal Damage. Wie das Boot jetzt einfach unter Wasser lang schwimmt, ey. Eieiei. Pass mal auf, die Schlucht ist ja immer noch, ne? Ich werde mal eben ganz schnell die Verbindung trennen. Nochmal neu einjoinen. Einjoinen, genau. Und wir machen es nochmal. Ja, diese Schluchten, die sind echt nervig. Das ist in dieser Welt auch, in diesem Modpack auch echt krass. Was das angeht, im Singleplayer sogar bei mir noch ein bisschen schlimmer, habe ich das Gefühl. Deswegen spiele ich auch gerne so auf Servern, aber das ist nicht der einzige Grund. Wir wollen ja irgendwann mal Gäste haben. Ihr müsst euch leider, leider, leider doch neu einschreiben. Es tut mir leid, wirklich. Ich würde es gerne anders machen. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir haben hier einen riesen Vulkan. Und ein kaputtes Boot haben wir auch. Das war ein Fehler, weil ich brauch's ja noch, aber gut. Da hinten könnte ein Dungeon sein. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Zwei vielleicht sogar. Drei vielleicht sogar. Wer weiß, was wir da finden. Und einen Sumpf haben wir ja auch. Alter, das ist ja echt krass. Guck mal, hier gleich ein Dungeon gefunden, einfach. Das bedeutet, hier könnte eine Truhe drunter sein. Ich irrte mich. Pass mal auf, dann nehmen wir einfach den ganzen Sand hier mal mit. Ich hoffe nur, es wird nicht zu schnell Nacht. Das wäre ärgerlich. Oh, ist ja echt krass. Gleich mal Dungeon, vielleicht auch mehrere Dungeons gefunden. Da haben wir eine Truhe. Da haben wir noch eine Truhe, gleich zwei Truhen. Gucken wir gleich an, keine Sorge. Und hier haben wir einen Spawner. Natürlich die Frage, ob man die hier lässt. Und sich später vielleicht mal eine Mobfalle hier baut. Weißt du, ich werde die erstmal mit Fackeln vollsetzen und wenn wir später hier mal was machen wollen, dann machen wir was. Ich lasse erstmal da. So, wir haben ein Stahlschwert, Stahlstiefel, einen Sattel, Fäden und Zinn. Und die Truhe nehme ich auch mit. Ha! Und da haben wir Weizen, eine standhafte Drohne, Flamme 1, Schwarzpulver und einen Eimer. Und dann nehmen wir hier auch nochmal das mit und die Minecraft-Musik überspringen wir einfach mal ganz gekonnt. So. Ich muss nochmal eben gucken hier, dass wir hier so viel wie möglich von dem bemoosten Stein mitnehmen. Hier ist es ja noch nicht mal einfach so mit einer Schüssel. Hier musst du es schon finden. Weißt du, das sind so Aspekte, wo ich echt sagen muss, das hat doch was. Nicht alles so
in den Arsch gesteckt, sondern du musst schon was dafür tun. Und ein bisschen Glück haben und sowas. So. Jetzt haben wir nämlich bestimmt fast ein Stack von dem Zeug. 52, ja. Jetzt muss man nur mal rauskommen. Ich baue mich mal hier so gerade raus. Problem? Es ist Nacht. Ich lauf mal darüber. Was ist hier? Noch ein Dungeon. Ich glaub das nicht. Müssen wir aufpassen, hier ist auch Öl. Am Dungeon. Na gut, hier ist das Öl noch nicht so krass. Ich muss auch ein bisschen ausleuchten hier, dass uns hier jetzt keine Mobs spawnen. Ein Rucksack wäre vielleicht auch noch ganz gut gewesen. Aber glücklicherweise habe ich mir wieder ein Stack freigefressen. Der Zombie hat uns anscheinend noch nicht gesehen, das ist gut. So. Da ist der Spawner, den... Hab ich mal gekonnt zugebaut. So. Eine Truhe haben wir auf jeden Fall. Na gut, besser... Eine Truhe als nichts, ne? Wo ist er denn, der Alte? Kupfer kann ich nie mitnehmen. Eimer kann ich mitnehmen. Brot kann ich mitnehmen. Tin kann ich mitnehmen. Kupfer. Muss ich gleich mal gucken. Irgendwas. Hier kommen die Flex Seeds. Und dann. Hier sind mal wieder so ein paar von den Viechern. So. Das gefällt mir. Pass mal auf, da sind wir schon wieder voll. Was werfe ich als nächstes weg? Ich glaube, einfach einen Knochen. Weil, komm. Die kriegen wir noch genügend. Haben wir hier gleich drei Spawner. Das andere ist definitiv auch ein Dungeon. Ach, guck mal, dahinter ist der Zombie. Die spawnen wahrscheinlich jetzt alle vom Spawner. So, dann pass mal auf, hier ist ein kleiner Zaubertrick, so, dass uns da nicht zufliegt. Ich hoffe nur, dass die hier unten bleiben und da jetzt nicht irgendwie oben welche rauskommen. Haha, du kleiner Übeltäter, du bleibst da unten. So. Den werden wir los und da muss ja hier noch was sein. Hier drüben irgendwo. Ja. Oh, 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 oh. Das ist ja gleich eine Falle hier. Setzt eine Fackel und fällst hier gleich ins Loch rein, ey. Was ist das denn hier? So. Aber hier ist der Boden nicht so krass. Aber trotzdem zwei Truhen. So, was haben wir denn hier? Eine Schallplatte. Mal gucken. Brote auf jeden Fall, das ist gut. Kupfer, Weizen und Plünderung 1, das ist ja schön. Was tun wir weg? Was tun wir weg? Was tun wir weg? Zwei Sticks. Und was tun wir gegen die Schallplatte weg? Vier Fäden. So. Ach, da ist ja, glaube ich, noch eine Truhe. Ah. Muss ich gleich mal gucken, wie wir das jetzt freikriegen. Was wir jetzt hier finden. Bin gespannt. Zwei Zinn haben wir hier, ein Brot, Kakaobohnen. Oh, das ist schön, aber nicht so schlimm. Unendlichkeit 1. Das ist gut. Aber weißt du was? Komm, lass die Sättel hier. Die Schallplatten nehme ich mit, einfach aus Vollständigkeitshalber, weil ich die Dinger gerne sammle. Und dann lassen wir 24 Cobblestones hier. Und dann hat sich das Ganze gegessen. Oh, man sollte ausleuchten. Ich faggot. So. Guck mal, hier kriegen wir doch noch ein Stack frei. Kann ich Sand mitnehmen. Na super.
Eventuell brauchen wir den eh gleich für das Gedöns hier. Wobei ich glaube, hier ist nicht ganz so viel, obwohl der Schein trügt. So, wir sind aber auch am Ende der Folge angekommen. Ich will aber jetzt hier mal das fertig kriegen. Tut mir leid. Das will ich jetzt hier mal eben alles einsacken hier. Siehst du, da haben wir schon alles voll. So. Ich will den bemoosten Stein haben. Ich finde den irgendwie schön. Ich weiß nicht, es passt zwar nicht überall zu, aber man kann damit echt krass bauen. Jetzt höre ich hier auch noch ein Schlime. Ach, guck mal, von wo kommst du? Denn... ja, sterb doch einfach. Genau. Komm hier, die Setzlinge weg. Gegen die Schleimbälle, das ist ein guter Austausch. Und dann baue ich mich mit Sand eben hoch. Was soll der Geiz? Kommt mir eh wieder alles zugeflogen. So, da hinten haben wir Schafe, die ich nicht mitnehmen kann. Wir sind voll, wir drehen gleich wieder um. Aber zuvor, ein kleiner Cut, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss nur mal irgendwie gucken, wo stelle ich mich denn hin, wo uns jetzt hier nicht gleich jeder angreift. Wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, ich muss doch mal ganz kurz eine etwas längere Folge draus machen. Mit dem Schiff irgendwie losfahren oder so. Das wir nicht mehr haben, ich Vollidiot. So. Sand? Danke. So, meine lieben Freunde, ich fahre mal eben ganz kurz ein Mini-Stück hier lang. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.